Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 5 und im letzten Part sind wir ja hier stehen geblieben, hier in dem Dorf und ich habe ja gesagt, dass ich das Dorf in diesem Part jetzt behandeln möchte, weil ich will jetzt nicht sagen, es wird stressig, aber es wird stressig. Wirklich und ich dachte mir so, ja 24 Minuten, wo wir ja der letzte Part ging, sind ganz angenehm, deswegen machen wir das jetzt in diesem Part. Und hoffentlich schaffen wir das aber auch so, dass wir diesen Part auch heute zu Ende, also diesen Part, dieses Kapitel heute zu Ende bekommen wahrscheinlich. Einfach mal gucken und ja, aber erstmal looten wir. Im letzten Part haben wir ja sehr viel über Resident Evil 3 Remake geredet. Wie gesagt habe, dass ich mich ja darauf sehr freue. You grab it. Okay. Auf das Remake, genau wie... Treten wir mal runter. Einfach für den Effekt. Ich glaube, das war nicht gerade wirklich gut, aber wir haben ja noch genug da eine. Stimmt. Okay, Shepard. Dann stellt das halt Shepard auf. Hier haben wir noch mehr Kisten. Weil für das, was jetzt kommt, habe ich jetzt keine Lust. Habe ich jetzt keine Magnum-Munition. Laden wir nochmal kurz nach. Munitionstechnisch mal gehen wir hier noch das. Und ja, das rote Kraut lassen wir, weil wir noch kein grünes Kraut haben. So, dann klettern wir da hoch. Weil das wird sehr, sehr wichtig. Da ist die Waffe. Und die wird... Ich glaube, ich habe es gerade gehört. Yep. Und yep. Hallo, meine lieben Freunde. Jetzt geht's los. Hi. Na? Na, noch mehr große Mangini's. Ja. Gegen die müssen wir jetzt ran einhaken. Und jetzt müssen wir sehr viel in Bewegung bleiben. Wirklich sehr viel. Ich schieße einfach mal durch Shepard durch. Zack. Zack. Ich gehe weg. Voila. Au. Ja. Genau das habe ich mir schon denken können. Nix da, wir haben beide getroffen. Nächster. Ah, jetzt wird es ein bisschen eng. Zack. Ich glaube, wir holen uns mal die Magnum. Oder wir warten erstmal. Glaube ich, haben wir noch eine Handgranate? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben genügend Maschinengewehr. Weil ich möchte erstmal diese großen Manginis weghaben. Oh, lalalala. Shakira lässt sich grüßen aus dem Super Bowl. Eieieiei. Mm. Damage. Au! Das ist das Problem. Und das meinte ich. Das wird jetzt hier... Wenn man hier einmal stehen bleibt, dann war's das. Ach, Brenngranate, das ist gut. Aber ist immer noch nicht tot. Au. Zack. Die letzten Dinger. Au. Oh ja, 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 jetzt wird's. Jetzt wird's aber anstrengend gerade. Gibt's oben irgendwas noch? Au. Und wir haben ja noch rotes Kraut. Lass mich durch, lass mich durch. Lass mich durch, danke.
Lass mich durch, lass mich durch. Ich hab's gemacht, lass mich durch. Scheiße. Mein Fehler. War mein Fehler? Ich glaube. So, jetzt sind wir dort. Wir haben ja schon mal eine Magnum. Die nehmen wir einfach mal mit. Weil. Ich habe es jetzt versucht ohne, aber man sieht es. Es funktioniert nicht. Wir hatten auch noch zwei Handgranaten, sehe ich gerade. Aber jetzt sollte es eigentlich gut laufen. So. War jetzt ein bisschen fällig, aber na gut. Ich habe ja gesagt, dass der Part ein bisschen, das heißt, ein bisschen sehr anspruchsvoll ist oder wird. Da haben wir noch grünes. Thanks. Geben wir ihr kurz das. Dann haben wir auch keine Probleme mehr. Das haben. Und wir gehen weiter. Entstehen die Chancen jetzt auch diesmal höher. Jetzt mit dem grün-roten Kraut. Zack. You grab it. Die kann, warte, sie nimmt das. Nein! Hey, wir haben Magnum-Munition. You grab it. Roger. Egal. So, wir rüsten mal die Magnum aus. Wie lange? Ja, gut, sieben Schuss. Das geht sogar. Das geht sogar ganz klar. Hallo, meine Freunde. Eieiei. So, der erste ist schon mal down. Take it. Roger. Au. Au. Warum gehe ich auch eigentlich wieder in diese Ecke? Oh, nimm mal, nimm mal. Mixer, Victor! So. Wir haben ja noch Handgranaten, das ist ja das Gute. So, den ersten mal Genie oder nehmen von diesen ganz großen Viechern. Haben wir ja schon Gott sei Dank erledigt. Aber jetzt müssen wir den Rest noch irgendwie. Zack. Nochmal Handgranate. Besten nochmal. Immer in Bewegung bleiben, immer in Bewegung bleiben. Normal. Lass sie los. Zack. Kurzen Stampfer. Und das war daneben. Zack. Jetzt müsste das eigentlich kommen. Ich hoffe, er kommt rein. Are you okay? Danke. Umstoßen. Und nochmal umstoßen. Ist der große Mangini jetzt auch tot. Ich muss irgendwann echt mal anfangen, diese ganzen Medaillen eigentlich mal zu verkaufen. Wir haben es endlich geschafft. Endlich.
Wir haben ja auch gut was verloren. Wir haben einiges an Munition auf jeden Fall verloren. Gewehr gehört dir nochmal, Schaber. Geben. Thanks, Partner. So. Achso, wir haben hier so keine Schrot. Munition mehr. Aber ich glaube, das war's. Ich glaube, jetzt sollte eigentlich kein großer Mangini mehr kommen. Von denen. Also ich jetzt hoffen. Ich weiß, dass jetzt noch was kommt. Also dass jetzt noch eine Stelle kommt, aber ich glaube jetzt nicht mehr mit den großen, weil wenn ja. Ich habe absolut keinen Bock. Und zwar passiert das, wenn du die Smith and Breath Weston, glaube ich, holst. Oder doch nicht. Hm. Egal. Wir, ich glaube, wir gehen einfach weiter. Wir haben ja noch nicht alles untersucht. Vielleicht können wir jetzt auch deswegen skippen, weil wir die ja schon so gesehen ja schon haben. Die Smith and Weston, also die Magnum. Munition für sie. Kann vielleicht echt daran liegen. Au. Das aktiviert sich trotzdem. Aber versuchen wir mal weiter zu gehen. Brandgranate nehmen wir nochmal mit. Boah. Also jedes Mal juckt mir die Nase. Come on, Roger. Oh. Und tatsächlich. Das Tor geht nicht auf. Es ist von der Ende. Ah, es passt sogar. You're taking the crank? Go! Shiva. Okay. Mach du mal, sie soll es lieber machen. Weil ich kenne mich, ich lasse es einmal los und dann zack, ist sie tot. Und das möchte ich wiederum nicht. Ach, warte. Mal hier. Hey. Oder ich bin einfach nur paranoid gerade. So, eigentlich müssten wir jetzt. Ja. Zack. Und wir sind drinnen. Wir sind jetzt drinnen. Ich dachte zuerst, diese Aufruf blockiert, aber das kann ja gar nicht sein. muss ja. Ist ja irgendwie nix da. Die Schlange ist blöd. Nix da. Und nein, ein weißes. Ein weißes Hühnerei. Oh, das freut mich. Laden wir mal nach. Haben wieder 7 Schuss. So. Warum mache ich die nicht gleich am Anfang an? Ne? Na egal. Das ist Pistolmunition für mich. Jetzt. So. Come on, Roger. Und Sheva ist drinnen. You grab it. Rotgewehr. Kann sie mitnehmen. You grab it. Roger. Sowieso ihres. Come on, Roger. Come on, Roger. Ach, sie ist auch schon voll mit Gewehrmunition. Ich kann auch nichts mehr wirklich aufheben auch. Grünes Kraut. Würde ich gerne. I owe you one. Kombinieren wir das doch mal. Dann gib mir die Granaten. Weil dann hat sie schon die Handgranaten und ja. Und so einfach ist es. Wir sind ja von da hochgekommen. Ja. Dann gehen wir weiter nach oben. Take it, Roger. Pistolmunition kann sie noch mal etwas gebrauchen. Nachdem wir sie ja sehr oft vernachlässigt haben, dann können wir das auch mal zurückstecken. Zeremoniale Maske. Mhm.
müsste eigentlich sehr viel Geld bringen, glaube ich. Dann springen wir mal. Aber wie gesagt, das freut mich, dass das jetzt doch so gut ging. Ich glaube, das war's. Ich gucke nochmal. Ich bin nichts vergessen, aber ich bin der Meinung, da gab es noch eigentlich eine Notiz. Möchte ich dann doch schon lesen? Ja, da, Dokument lesen. Tagebuch eines Jugendlichen. 5. April. Ein Mann, der angeblich Vorarbeiter in die Ölanlage ist, in der Ölanlage ist, hat uns heute besucht. Er sagte, er wollte alle, die in der Nähe des Ölfelds leben, gegen irgendeine Krankheit impfen. Die Generation meiner Eltern wurden hereingelegt. Man stahl ihnen ihr Land und machte ein Ölfeld daraus. Wahrscheinlich fühlen sich die Verantwortlichen schuldig. Denn neuerdings wollen sie unserem Dorf helfen. Als wir einen Sumpf nicht überqueren konnten, bauten sie eine Art Seilbahn für uns. Manchmal bringen sie uns sogar Alkohol aus dem Ausland mit. Diese Medizin ist wahrscheinlich auch so etwas. Alle in unserem Dorf freuen sich über die Medizin, aber ich will sie nicht. Dafür gibt es keinen besonderen Grund. Mir ist nur der Vorarbeiter nicht geheuer. 8. April. Alle sind zum Ölfeld gegangen, um die Impfung zu bekommen. So ruhig ist das Dorf normalerweise nicht. Heute kann man nur schlafen. 9. April. Ich habe tagsüber so viel geschlafen und konnte nachts nicht schlafen. Es war laut draußen. Alle haben sich mitten im Dorf aufgeregt und unterhalten. Die anderen Kinder haben alle Fieber bekommen. Die Mütter haben Wasser geholt, um die Kinder zu kühlen. Aber das hat nicht geholfen. Am nächsten Morgen waren sie alle tot. Am Morgen ist unser Anführer zum Ölfeld gegangen. Er wollte herausfinden, ob die Medizin schuld am Tod der Kinder ist. Als er zurück ins Dorf kam, sagte er, dass die Kinder an der Krankheit gestorben seien. Er befahl allen, sich noch mehr Impfungen geben zu lassen. Ich wollte das nicht, aber alle anderen im Dorf hatten Angst von der Krankheit. Sie zwangen mich, sie zu begleiten, um mich impfen zu lassen. 10. April. Im Dorf gibt es Schlägereien. Die Männer sind sehr zornig. Vielleicht, weil die Kinder gestorben sind. Aber ich glaube, es gibt einen anderen Grund. Die Frauen sitzen nur herum und bewegen sich nicht. Ich frage mich, ob sich die Krankheit ausbreitet. 11. April. Heute konnte ich nicht still sitzen. Irgendwas bewegt sich in mir. Ich habe draußen einen merkwürdigen Mann gesehen. Er war nackt und trug eine Waffe. Er hatte überall Kriegsbemalung. Dabei gab es heute gar kein Fest. Ich wollte mit ihm reden, aber als er sich umdrehte, sah ich sein Gesicht. Er sah nicht wie ein Mensch aus. Was passierte mit den Leuten in meinem Dorf? 12. April. Das Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. Ja. Ich mache einen kurzen Cut und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir sind ja stehen geblieben bei dem Text gerade. Oder vielmehr von einem Tagebuch eines Jugendlichen, der gerade so ein bisschen die Verläufe zeigt. Oder vielmehr die Situation. Und ja, 12. April. Der Geschrei hat nicht aufgehört. Die Männer ziehen sich wie unsere Vorfahren an und kämpfen gegeneinander. Die meisten Frauen sind gestorben. Da sind wir stehen geblieben und machen wir weiter. 13. April. Kopfschmerzen, Fieber, bin wütend. Draußen einen großen Mann gesehen. Riesig, wahrscheinlich Einbildung. 14. April. Fühl mich gut. Schreie aufgehört.
Scheint Spaß, will töten. Ja. Take it. Okay. Anscheinend die Vorahnung oder vielmehr die Ding für diesen Virus, sage ich jetzt mal. Oder diese bio-organischen Dinger. Tja, machen wir mal weiter. Nehmen wir mal den Seilbahn. Fahren wir mal nach drüben. Und das war's schon. Das war Kapitel 3-1. Ja. Besiegte Gegner, 41 Präzision, ja, hat leider drunter gelitten, weil wir größtenteils entweder mit einer Magnum oder Schrotgewehr und Maschinengewehr geballert haben. Aber an sich geht es. Also es ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, der Part. Ja, und im nächsten Part machen wir dann das Kapitel 3-2. Und da bin ich schon extrem gespannt, wie das wird. Und ja, ich hoffe auch, ihr auch, wenn es so ist. Und ja, wenn euch der Party gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid und nichts mehr verpassen sollt, sei es jetzt von mir oder von meinem Kollegen auf diesem Kanal, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann sage ich jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil 5. Ciao.